Ihr seid ja schon da. Hallo. Hallo YouTube, wie geht's euch? Ja, ein kleines Video wieder von mir. Ich habe euch ja letzte Mal schon von meiner Leica SL erzählt. Hier ist jetzt übrigens auch noch das 2490 dran, das ganz große Besteck. Es soll in diesem Video eigentlich darum gehen, und ich bin über ihn hier da drauf gekommen, überhaupt auf die SL gekommen. Thomas Höpker, den großen legendären Magnum-Fotografen. Einige von euch kennen den mit Sicherheit. Es gibt dazu hier bei YouTube, ich habe es verlinkt. Es gibt einen ganz tollen Film darüber, der nennt sich Dear Memories. Thomas Höpker ist mittlerweile 87 Jahre alt, leidet leider an Alzheimer und Demenz und fängt an, so vieles zu vergessen und hat jetzt in den letzten Jahren während der Corona-Zeit, er lebt ja in der Nähe von New York in den USA, hat nochmal eine Reise zu seinen quasi fotografischen Wurzeln unternommen und hat nochmal die USA komplett durchquert. Und quasi so auf der Suche nach alten Bildern, alten Geschichten. Ein ganz toller Film ist dazu entstanden, lief auch im NDR, im Rahmen der, glaube ich, Nordreportage oder sowas. Aber wie gesagt, ich verlinke euch den hier unten. Also wer sich für Fotografie interessiert, guckt euch den unbedingt an. Gibt auch zu dem Film hier ein tolles Buch, The Way It Was. Das ist genau über diese Reise, die er gemacht hat. Kann ich nur empfehlen. War eins meiner Weihnachtsgeschenke. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Und der hat natürlich auch Zeit seines Lebens mit Leica fotografiert und ist heute immer noch mit einer alten Leica SL unterwegs und hat auch diese Reise und die Bilder mit einer Leica SL gemacht. Und da bin ich einfach darauf gekommen und habe mir überlegt, macht denn diese Kamera, die jetzt ja mittlerweile 8 Jahre alt ist, macht die eigentlich heutzutage schon noch Sinn? So, darum soll es heute dann mal gehen. Leica SL, ist die eigentlich noch zeitgemäß in 2024? Also ich kann für meine Begriffe nur sagen, auf jeden Fall. Ich habe mir hier so ein paar Punkte mal aufgeschrieben. Ich habe schon, ich glaube, vor 2-3 Jahren ein ähnliches Video gemacht, weil ich hatte die SL früher schon mal eine Weile. Jetzt ist es ja momentan meine einzige Kamera, die ich momentan habe. Von daher denke ich da heute sicherlich noch ein bisschen anders drüber. Und ich habe so ein Video schon mal gemacht. Da wird sich jetzt vielleicht einiges auch doppeln. Das verzeiht mir bitte. Aber ich fand einfach so, nach 2-3 Jahren kann man da durchaus noch mal drüber nachdenken. Es gibt zwar jetzt schon diverse Nachfolger, SL2, SL2S und in Schwarz und in Silber und man munkelt, die SL3 kommt demnächst und es wird alles immer besser, immer schneller, immer weiß ich nicht was und aber tut es nicht eben auch diese alte, reicht die nicht völlig aus? Und um es mal grob abzukürzen, wer einen guten Einstieg ins Leica-System haben will, in diesen Leica-Kosmos, in diese Farben, der ist, glaube ich, momentan mit einer SL oder auch mit einer Q, wobei die natürlich durch die feste Brennweite etwas limitiert ist. Aber das ist, glaube ich, der perfekte Einstieg. M ist sicherlich noch preislich eine Nummer darüber, aber gerade die Preis-Leistung, die man hier bei der SL bekommt, die ist, glaube ich, fast unschlagbar, ist meine Meinung. Von daher will ich jetzt mal so ein paar Sachen sagen. Wie gesagt, 2015 ist die Kamera rausgekommen. Und was mich nach wie vor daran so, was ich so toll finde, ist einfach, wie die sich anfühlt. Wie sie sich anfühlt. Ich habe nur relativ große Hände. Ich bin auch mit 2 Meter nicht zu übersehen. Und da ist das schön. Hier habe ich ein Stück Kamera in der Hand. Hier habe ich
da kann ich auch zur Not einen Angreifer mit abwehren. Ja, also das wollen wir natürlich nicht machen, aber um euch das jetzt mal zu verdeutlichen. Also hier habe ich ein großes Stück Metall. Das Ding ist wetterfest. Das habe ich heutzutage auch nicht bei jeder Kamera, muss man ganz ehrlich sagen. Das war 2015 schon wirklich was Dolles. Ich habe diesen IWF hier oben, der ist gigantisch groß, der ist gigantisch hell, der ist beeindruckend. Da gibt es mit Sicherheit von den technischen Specs her heute schon bessere. Klar, völlig klar, nach 8 Jahren muss das einfach so sein. Aber das ist immer noch beeindruckend. Das trifft es einfach. Autofokus ist meiner Meinung nach super, völlig ausreichend. Der ist schnell, der ist präzise, der hat einen Kontrast-Autofokus, der hat keinen Phasen-Autofokus. Kontrast ist natürlich, wenn ich am Tage fotografiere, super treffsicher, schnell. Wenn es etwas dunkler wird, dann sucht er schon mal ein bisschen. Mir ist das noch nie irgendwie groß aufgefallen als schlecht. Klar, man merkt einen Unterschied, Taglicht oder Dämmerung oder wenn es wirklich dunkel ist. Also für normale Bilder draußen, für Street, finde ich das immer super. Und wie gesagt, es muss auch nicht immer ein Bild wackelfrei sein. Ich bin eh kein Verfechter dieser Bilder, die also bis in die letzten Ecken scharf sind und das sein müssen. Und manchmal ist einfach der Moment und die Geschichte, die ich da erzähle, die ist schöner, als wenn ich wirklich ein Bild habe, was bis auf den letzten Pixel super scharf ist. Wieder meine persönliche Meinung, das mögen andere anders sehen. Phasenautofokus, der ist natürlich dann mehr, wenn ich bewegte Bilder habe, wenn ich Sport habe oder Wildtiere oder sowas fotografiere, mache ich jetzt persönlich nicht. Von daher vermisse ich auch nichts. Ansonsten dieses Design, ich finde es einfach toll. Ich finde auch dieses Design der alten SL toll, das gefällt mir. Das Neue ist halt, klar, das gleicht sich der M und der Q an, hat auch was für sich, dass man eben unter den Modellen sich nicht groß wieder neu einfinden kann. Also egal, ob ich jetzt eine SL2S oder eine Q2-3 oder eine M10-11 in die Hand nehme, das ist irgendwie alles gleich. Hier habe ich das halt noch etwas anders. Mich stört es persönlich nicht. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich weiß, wo was ist. Das ist, glaube ich, mit jeder Kamera so. Ansonsten, das Menü ist ähnlich easy und aufgeräumt, wie bei den sonstigen auch. Ja, ne, das ist halt auch immer, will ich das Neueste haben oder reicht mir eben das aus? Sensor, Vollformat, 24 Megapixel. Das ist sowieso, finde ich, der absolute Sweet Spot. Also ich brauche nicht wirklich mehr. Ich sehe ein, dass manche die große Plakate machen oder fotografieren oder halt in einer professionellen Fotografie. Da sind sicherlich manchmal 50, 60 bis zu 100 Megapixel gut und werden vielleicht auch in manchen Situationen gebraucht. Aber ich rede ja jetzt, sowas mache ich nicht und dafür rede ich jetzt auch nicht. Aber für denjenigen, der eine Kamera hat und weil er gerne fotografiert, weil er gerne rausgeht, ist meine Meinung, muss es nicht mehr als 24 Megapixel sein. Braucht man nicht. Und genau das hat die und bildet damit hervorragend ab. Diese Leica-Farben, habe ich in meinem letzten Video schon gesagt. Ich finde, das ist bei der ersten SL ein Unterschied zu den Nachfolgemodellen. Dieser Leica-Look, den man nicht wirklich erklären kann, der ist hier da. Den habe ich mit einer M9 auch, den habe ich mit einer M sowieso, M11 kann ich noch nichts dazu sagen. Bei der Q ist es auch so. Den habe ich bei der Q, den habe ich bei der QP, das kenne ich. Q2 muss ich schon aus meiner Sicht leichte Abstriche machen, Q3 auch. Ist meine Meinung. Und hier habe ich das einfach. Hier habe ich dieses Bild, wenn ich das manchmal auf dem Display mir anschaue, dann denke ich schon, wow, ja, das genau das ist es, weswegen ich hier eine Leica in der Hand habe und keine Nikon, Canon, Sony, Fuji. Dann habe ich natürlich hier den L-Mount. Das heißt, ich habe eine unglaubliche
Möglichkeit an Objektiven. Ne? Ich kann die Leica SL-Objektive nehmen, ich kann über Adapter alte Leica-Gläser bis hin zu 1950, 1960 Gläser adaptieren. Ich kann über das L-Mount-System Sigma und Panasonic adaptieren. Das ist es eigentlich auch schon. Und das ist dann in diesem Gesamtpaket, muss man sagen. Also ich sag mal, ein SL-Body kriege ich heute gebraucht für unter 2000 Euro. Wenn ich Glück habe, für 1500, 1600 Euro. Da habe ich vielleicht schon ein paar Schrammen dran. Gut, die Dinger sind natürlich auch ein Stück weit alt schon und benutzt worden. Das gehört einfach dazu. Ich finde, das hat aber auch was. Eine 7 Jahre alte Kamera kann ich nicht erwarten, dass die kratzerfrei ist. Ja? Und die Linsen, die SL-Linsen, sind auch alle einigermaßen bezahlbar. Hier für so ein 24-90 muss ich irgendwo was um die 2 bis 2,5 ausgeben. Ich habe ja, wie gesagt, noch das 35er Summicron. Da liege ich so bei 1500 Euro. Also ich bin bei Weitem nicht im Leica M-Objektivbereich. Gut, bei der Q habe ich das Problem nicht. Also wie gesagt, Einstieg ins Leica-System, Leica SL, kann ich nur wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Probiert die einfach mal aus, wenn ihr auf große Kameras steht. Also ihr seid hier wirklich, das ist schon schwer. Da muss man schon einen vernünftigen Gurt dran haben, wenn man die den ganzen Tag über der Schulter tragen will. Man muss auch eine relativ große Kameratasche haben, wenn man dieses Ding da reintun will. Ja, wie gesagt, und vor allen Dingen hier, Thomas Höpker, schaut euch unbedingt diesen Film an. Also wirklich ganz große Empfehlung. Da seid ihr wirklich absolut gut unterhalten, 1,5 Stunden lang. Guckt euch den wirklich mal an. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da, klickt auf die Glocke, dann hört ihr durch ein Bing, wann ich wieder was Neues gemacht habe. Ich bin bald wieder mit einem neuen Video dabei. Es soll ja dieses Jahr, wie gesagt, schneller gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.